So, und weiter geht's in unseren Folgen. Jetzt heißt es zum Beispiel, ein weißes Blattl Papier liegt schon seit Stunden vor mir. Nein, wer kennt nicht das Lied? Und jetzt nehmen wir das wieder quadratisch und fangen gleich an. Einmal die Ecke falten. Dann falten wir es wieder auf. Und dann falten wir die andere Ecke und immer über die Diagonale. So. Scharf niederpressen. Dann falten wir das auf. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Jetzt drehen wir das Ganze um. So, jetzt liegen also diese Falten da vor uns. Und im nächsten Schritt machen wir das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Wir falten es da so von beide Ecken zu beide Ecken. Und gleich wieder auf. Und nochmal über die anderen beiden Ecken. So, was sehen wir jetzt? Wir nehmen das in die Hand, gell? Schau, das schaut ja schon fast aus wie ein Schiffel. Ich habe es aber dann noch zusammen. Und so falte ich das einfach. Und dann mache ich es so, dass ich eins nach rechts und eins nach links tue. Passt? Dann lege ich das hin. Kann man gleich mal glatt streifen. Und diese Seiten da, gell? Dann nehme ich jetzt das eine Blattl und falte das runter. Dann drehe ich das ganze Kunstwerk um und falte auch die zweite Seite runter. Dann habe ich, wenn ich mir das anschaue, die zwei runtergefalteten da und da oben die losen Ecken. So, jetzt lege ich das ganz kurz auf Seiten und bringe da ins Spiel einen langen Streifen Papier, den ich einfach einmal in der Mitte falte. Dann nehmen wir das und damit ich ungefähr die Mitte finde, falte ich das also in der Mitte und gleich wieder auseinander. Na, gleich wieder auseinander ist nicht notwendig. Das lege ich jetzt in etwa so daher. Okay, also nicht ganz ans Eck, aber ungefähr so breit wie das Blattl da ist. Und das nehme ich jetzt und wickel das so drei, vier Mal da auf. Und zu guter Letzt sollte dann ziemlich genau da in die Mitte reinkommen. Ja, wunderbar. So, passt. Dann drehe ich das Ganze um. Und mache auch jetzt wieder. Jetzt legt es da gleich hoch. Und wickelt das da mit ein. Ob das jetzt drei oder viermal ist, das spielt keine Rolle. Man sollte noch bis zur Mitte kommen. So. Passt. Okay. Jetzt nehme ich da diese linke Ecke. Eine. Und falte sie mal genau bis zur Mitte. Das schaut dann so aus. Das gleiche mache ich mit der rechten Ecke. Das wird jetzt eine kleine Fummelei. So. Dann drehe ich das Ganze um und falte auch da die Dinger zur Mitte. Und auch auf der Seite zur Mitte. Jetzt kommt's. Jetzt falte ich die alle wieder auf. Und stecke sie aber da jetzt so zur Hälfte da hinten rein. Einmal das und einmal das. Die verschwinden also da jetzt. Ich hoffe, das hat man gescheit gesehen. Und da, das kommt so in die Mitte rein. Und da auch in die Mitte rein. Und auch hier kündigt sich schon wieder unsere Schachtel an. Ich sehe sie schon förmlich. Jetzt kann ich nämlich, wenn ich es ein bisschen locker lasse, dann merke ich schon, da kann ich das jetzt so aufmachen. Und während, jetzt drehe ich um, und während ich das also aufmache, muss ich diesen Boden da einfach oben drucken. Und das kann ich das jetzt auch nicht beschreiben. So. Hoppala, so bleiben. Und die Dinger, was da so aufstehen, die folgt ihr einfach da hinein. Drinnen ist es. Und auf der anderen Seite zuhalten.
Ungarn drinnen ist. So. Und schon habe ich, ich denke jetzt schon an Ostern oder an den Muttertag, ein nettes Körbchen, wo ich ein Geschenk hineinlegen kann.